Ja, willkommen zurück bei Grim Fandango. In der letzten Folge haben wir Sie hier als Kunden gewonnen. Allerdings hat sie irgendwie gar kein Geld, obwohl sie eine gute ist. Das wollen wir jetzt mal finden, warum das denn so sein kann. Ich arbeite noch an Ihrem Fall, Mitchell, aber ich habe bisher noch nichts gefunden. Vielleicht bin ich doch nicht die Frau, die Sie sich erhofft hatten. Scheint alles okay mit ihr zu sein. Na gut. Jetzt muss ich erst mal sitzen lassen und draußen uns mal umschauen. Tut mir leid, falls ich Sie enttäuscht habe, Manny. Hey, Klappergestell! In mein Büro! Sofort! Sie haben Firmeneigentum mutwillig beschädigt, um so an vertrauliche Unterlagen heranzukommen, um dann mit Ihrem illegal umgebauten Wagen und Ihrem nicht registrierten Fahrer Domino gegen die Karre zu fahren! Alles nur, um ihm seine rechtmäßig zugeteilte Klientin zu stehlen! In dieser Abteilung ist gar nichts rechtmäßig. Sie geben Domino alle guten Kunden. Manny, jetzt schäme ich mich wirklich für Sie. Sie haben die ganze Abteilung in Verruf gebracht. Ich werde die Dame hereinrufen, damit sie sich bei ihr entschuldigen kann. Eva? Miss Colomar, bitte. Sie ist vor etwa 15 Minuten gegangen, Sir. Sie meinte, sie hätte noch einen langen Marsch vor sich und würde lieber losgehen. Marsch? Sie hatte ein Ticket für Nummer 9. Warum glaubt sie, zu Fuß gehen zu müssen? Das war das beste Angebot, das ich ihr machen konnte. Ist dir jetzt klar, warum Domino alle guten Kunden kriegt? Diese Frau war eine Heilige, eine sichere Kandidatin für ein Doppel-Endticket. Und nur weil Sie zu blöd waren, richtig hinzusehen, muss sie zu Fuß gehen, da draußen. Ganz allein, auf sich gestellt im versteinerten Wald, mit all den Dämonen und völlig schutzlos. Ist das Ihr Lohn für ein Leben voller Entbehrungen und Wohltätigkeit? Ihre Zukunft, versaut von einem übereifrigen Kerl, der nur Augen für eine fette Provision hatte. Rein mit Ihnen und bleiben Sie da, bis die Jungs von oben entschieden haben, was mit Ihnen geschieht. Jemand wird dafür bezahlen müssen, Calavera. Und das werde nicht ich sein. Okay, na gut, da gucken wir uns hier erstmal um. Was ist das für ein Automat? Das ist ein Spender für etwas, das Philodent heißt. Philodent, okay. Cremig wie Softeis. Aber dem Geruch nach zu urteilen, ist es eher Spachtelmasse. Hey, ist da jemand? Nun, Manuel, hast du über deine Tat nachgedacht? Wer ist da? Ich bin du, oder besser, ich war vor Jahren wie du. Schön, aber momentan bin nur ich. Also verschwinde. Lass mich hier raus. Der einzige Weg hinaus, Manuel, führt hinein. Wenn du der Dienststelle immer noch treu ergeben bist, dann bekenne dich dazu. Vielleicht hört das Management dich und nimmt dich wieder in seine Obhut. Die DOD spielt ein falsches Spiel und das werde ich beweisen. Das würdest du tun? Das könnte der Behörde eine Menge Ärger bereiten. Ich werde diesen Sumpf der Korruption austrocknen. Junger Mann, du bist ein Feind der DOD. Willkommen im Club. Salvador Limones, mit Gast. Wohin bringst du mich? Zum Hauptquartier des ZVS. ZVS? Das Zentralkomitee verlorener Seelen. Wir sind nur wenige, Manuel, aber wir suchen stets nach neuen Rekruten. Was genau zu tun? Du musst unserem Nachrichtendienst helfen. Eva kennst du ja. Manny? Ich war einst ein Sensenmann wie du, Manuel. Doch dann habe ich in unserer geliebten Dienststelle ein Netz der Korruption entdeckt. Ich habe Grund zu der Annahme, dass die Abteilung die Seelen, die ihr anvertraut werden, betrügt. Ich fürchte, jemand stiehlt die Zukunft jener armen, naiven Seelen, sodass sie keine andere Wahl haben, als allein und schutzlos den trügerischen Pfad der Tränen zu begehen. Schutzlos und allein. Wie Babys, Manuel, wie Babys.
Hast du Beweise? Und genau hier kommst du ins Spiel, Manuel. Oder soll ich Agent Calavera sagen? Manny, reicht völlig. Ich will keiner militärischen Organisation beitreten, Sal. Ich will nur meinen Job zurück, damit ich meine Zeit hier abarbeiten kann. Nun, ohne meine Hilfe kommst du nicht einmal aus der Stadt. Das wiederum bedeutet, dass du diese Frau niemals finden wirst. Und somit hast du auch keine Chance, deinen Job zurückzubekommen. Überleg's dir. Wir könnten einander sehr nützlich sein. Okay. Ich mach's mal mit dir. Du bist also nicht wirklich Sekretärin. Ich bin eine Spionin, Manny. Na, diese Zeitarbeitsvermittlung benutzen wir bestimmt nicht mehr. Irgendwelche Nachrichten für mich? Ja, mach mit oder stirb. Aber ich bin doch schon. Nochmal. Eva, hilf mir zu fliehen. Die Bremen ist fertig und ersprießen mich. Du kannst nicht gehen, Manny. Wenn wir herausfinden wollen, was da vor sich geht, benötigen wir Zugriff auf das Computernetz der DOD. Und Zugang bekommen wir nur über einen Verkäufer wie dich. Der Computer überprüft den Benutzer, wenn er sich einloggt. Und wie macht er das? Über meine Fingerabdrücke? Ich hab keine. Deine Zähne, Manny. Hast du noch nie bemerkt, dass dein Gebiss gescannt wird, wenn du dich einloggst? Ich hab das für statische Entladungen gehalten. Wir brauchen deine Zähne, Manny. Wir können dich nicht gehen lassen. Tut mir leid. Fragt Kopal sich eigentlich nicht, wo du bist? Don und Domino haben sich mit einem ihrer ach so wichtigen Vorgesetzten aus der Stadt in Dons Büro eingeschlossen. So ein Fettsack mit einem Face. Wer ist dieser Dickwanz? Und welche Rolle spielt er in diesem düsteren Puzzle? Wie lange bist du schon Spionin? Salvador hat mich vor etwa einem Jahr rekrutiert. Ich konnte ihm nicht widerstehen. Er ist so edelmütig. Woran arbeitest du da gerade? Ich versuche, dieses Funkgerät zu reparieren, damit wir es im Feld benutzen können. Aber es sieht ziemlich hoffnungslos aus. Salvador hat recht. Wir brauchen gute, altmodische Brieftauben, um mit unseren Agenten in Kontakt treten zu können. Ihr habt da draußen Agenten? Nein. Im Moment sind da nur Sal und ich, Manny. Aber eines Tages... Du willst mir also nicht hier raushelfen? Dir schon, aber nicht deinen Zähnen. Denk darüber nach. Verstehe ich nicht. Ich auch nicht, Manuel. Noch nicht. Ich würde ja gern Schattentheater spielen, aber der Zeitpunkt ist etwas unpassend. Verstehe ich nicht. Ich auch nicht, Manuel. Mach die Tür auf, Sal. Ich habe noch zu tun. Heißt das, dass du bei uns mitmachen wirst? Da ist mir wohl etwas entgangen. Hast du dich noch nie gefragt, warum nicht einmal deine besten Kunden für die Arrangements in Frage kommen, die sie verdient hätten? Doch, besonders bei meiner letzten Kundin, Metsche. Nun, sie kamen alle in Frage, Manuel. Sie ganz besonders. Aber irgendwie stiehlt ihnen irgendjemand mit Zugang zu den Akten ihre rechtmäßige Belohnung. Ihre Zukunft im Jenseits. Ihre Tickets für Nummer 9. Precisamente, amigo. Und was passiert dann mit den Tickets? Ein Fahrschein für die Nummer 9 ist wie pures Gold, Manuel. Besonders für jemanden, dessen Akte zum Zeitpunkt seines Ablebens alles andere als makellos war. Irgendjemand hier profitiert von denen, die sich ihre Fahrt in den Himmel erkaufen wollen. Aber Geld hat hier keine Bedeutung mehr. Wir wollen doch alle nur raus. Du willst raus, Manuel. Und ich werde es eines Tages auch wollen. Aber diese Welt ist alles, was manche noch bleibt. Also suchen sie hier in der achten Unterwelt Glück und Erfüllung. Und dafür braucht man selbst hier Geld. Und was willst du dann von mir? Ich werde eine Untergrundbewegung aufbauen, um das Unrecht in El Maro zu bekämpfen. Je weiter sich das Zentralkomitee verlorener Seelen ausbreitet, desto wichtiger wird die Kommunikation werden. Wir brauchen Boten, denen wir vertrauen können. Du willst, dass ich euer Bote werde? Nein, Manuel. Wir sind wenige und unsere Agenten zu wertvoll, um solch gefährliche Tätigkeit zu verrichten. Die Vergangenheit lehrt uns, dass nur ein Bote einer Sache wie unserer dienen kann. Brieftauben. Wenn ich dir ein paar Tauben vom Dach hole, darf ich dann gehen? Nein, ich muss sie von Geburt an ausbilden, Agent Calavera. Du musst mir ihre Eier bringen.
Du hältst mich hier fest, weil du Eier brauchst? Warum stehst du noch hier rum, Calavera? Besorg mir eine Luftwaffe, ehe sie schlüpft. So, das muss an Informationen genügen, Soldat. Viva la Revolution! Okay. Dieser Computer ist abgeschaltet. Wir haben das Ding, seitdem es ausgemustert wurde. Aber wir haben es noch nicht ans Laufen gebracht. Aber wenn wir soweit sind, dann brauchen wir dich, um in das System zu kommen. Bis dahin bin ich längst weg. Das wird sich zeigen, Manuel. Das ist ein Diaprojektor. Manuel, ich wollte mir das gerade ansehen. Wo geht es dahin? Zu einem Geheimgang, der aus der Stadt herausführt, aber eröffnet sich nur für Mitglieder des ZVS. Sie rührt sich nicht. Eröffnet sich nur für Mitglieder des ZVS. Na gut, dann müssen wir dem erst mal Eier besorgen. So. Das ist der Durchgang zur Garage, oder? Wir gehen erstmal nach oben, würde ich sagen. Na komm, das kannst du doch schneller. Oh, mit den Händen, ne? Zieht er sich nach oben. Das ist eine Taube. Das lose Ende eines Seils aus Krawatten. Ganz schön lang. Okay, so wird es nichts. Wir gehen mal schnell noch mal gucken, ob hier irgendwo ein Fenster offen ist. Die Vorhänge sind zu. Dom und Don sind wohl noch drin. Kann ich nicht gebrauchen. Die Vorhänge sind zu. Dom und Don sind wohl noch drin. Domis Büro ist leer. Aha, in Dominos Büro ist niemand. Nicht da rein? Ah. Der Widescreen-Mod ist noch nicht so weit, dass er für jeden Raum hier alle Ränder hat. Und es geht auch nur im ersten Kapitel, deswegen wird dann ab Kapitel 2 wieder 4:3 gespielt. Nur mal so zwischendurch. Erstmal einen Schluck zu uns nehmen. Was mitnehmen? Billige, nichtssagende Diplome. Jetzt kann ich wahrscheinlich die Schublade öffnen. Was zum... Da drin leuchtet etwas. Sieht wie ein leuchtendes Korallenstück aus. Das sieht doch wie ein Anker aus. Alles, was sie kann, ist leuchten. Da oben hat sich was bewegt. Ja. Es ist Dominos Mundschutz. Mundschutz, sehr gut. Da können wir vielleicht... Den hatte Domino im Mund. Ein Zahnabdruck oder sowas mal. Nun ja, jetzt weiß ich, wie Domino schmeckt. Stecken wir es mal ein. Na gut, dann wieder raus. Raus. Ich glaube nämlich, jetzt können wir das nochmal nehmen und dann möglicherweise den Anker dran festmachen.
Und dann haben wir einen Wurf. Dingens. Wurfangel. Alles, was sie kann, ist leuchten. Wenn Domino das wüsste. So, gehen wir mal. Nochmal die Leiter erwischen. Ich kann nur auf diese Leiter als nächstes gehen. Achso. Hier sind noch Eier. Anscheinend mögen die Tauben diesen Abluftschacht. Dann tun wir denen dort was zu fressen rein. Beziehungsweise. Den Luftballon. Vielleicht erschreckt sie das hier. Vielleicht. Und etwas Brot. Sehen, wenn es knallt, dann sehen, ob es klappt. Okay. Genau, schwirrt ab, ihr kleinen Mistfinken! Kommt also das ganze Ungeziefer her. Ihr müsst mit mir kommen, meine Kleinen. Denn ich bin der Sensenmann. Mann, die Tauben werden vielleicht einen Hals bekommen. Mann, die Tauben werden vielleicht einen Hals bekommen. Sehr gut. Sonst noch was hier? Gehen wir wieder runter und da hätten wir schon die Taubeneier. So, und jetzt gehen wir in die Garage. Hey, was haben die mit Glottis gemacht? Das frage ich auch. Der war ja vorher hier drin. Ne? Na gut, hier kommt so eine komische Masse und wenn wir die an das Zahnding schmieren. Füllodent. Gut für die Zähne, prima für Prothesen. So. Wow, das hat einen perfekten Abdruck meiner Zähne ergeben und einen ziemlich ekligen Nachgeschmack hinterlassen. Okay, checken wir wieder ein. Jetzt gehen wir nochmal zum Typen, zum Freiheitskämpfer. Na, rennen wir halt hin. Warte nochmal.
Ob Eva mich gerade beobachtet? Agent Calavera und zwei Gäste. Seht euch diese Schätzchen an. Exzellent, Manuel. Damit kann ich eine ganze Armee geflügelter Boten züchten. Dank dir wird sich die Botschaft der Revolution von den Schwingen der Gerechtigkeit getragen im ganzen Land verbreiten. Agent Calavera. Ich würde mich auch gerne im Land verbreiten. Das geht nicht. Wir brauchen deinen Biss, um Zugriff auf den Computer zu bekommen. Es tut mir leid, aber Freiheit hat ihren Preis. Pass mal auf, jetzt gibt man dem unseren Biss. Gleich nochmal reingehen. Yep, sitzt perfekt. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Warum zeigst du es nicht meinem Nachrichtenoffizier? Manny, das ist ja ein perfekter Abdruck deiner Zähne. Mit dieser Form können wir ein falsches Gebiss gießen, das uns Zugang zum Computer verschafft. Gute Arbeit, Soldat. Du bist ein Freund der Revolution, Agent Calavera. Und jetzt werde ich dir helfen. Wenn du die verlorene Seele finden willst, mein Freund, musst du nach Rubakawa. Woher weißt du, wo sie ist? Ich weiß es nicht, aber jeder, der in die 9. Unterwelt will, muss vorher das Meer der Tränen überqueren. Und dazu muss er sich in Rubakawa eine Schiffspassage besorgen. Wenn du vor ihr rankommst, wirst du sie bestimmt finden, auch wenn es etwas dauert. Ich warte, solange ich muss. Manuel, bist du verliebt? Liebe? Liebe ist für die Lebenden, Cell. Ich will sie nur aus einem Grund. Sie ist meine Fahrkarte in die Ewigkeit. Das war vielleicht ein Tunnel. Der hat mich bis zum Rand des versteinerten Waldes gebracht. Okay. Und was hier im versteinerten Wald auf Manny wartet, das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Für heute sage ich Tschüss, macht's gut. Euer Astronier. Tschüssi.